Moin, Servus, Moin, ihr Toads und willkommen zu diesem neuen Video. Als ich heute auf Twitter war und in meiner Timeline einen Tweet über den guten Horst Seehofer sah, der darüber geredet hat, wie gefährlich Videospiele sind und für Anschläge in Halle mitverantwortlich sind, habe ich mich gefragt, ob ich selber auch gefährliche Spiele besitze oder nicht. Schauen wir mal nach. Also holte ich meine ganzen Switch-Spiele und legte sie ganz behutsam auf meinen Schreibtisch. Ganz oben sah ich Link's Awakening. Uff, zu dem Game muss ich aber echt nicht viel zu sagen. Ich meine, ein blonder Assi-Junge mit Schild und Schwert in der Hand, das muss sofort verboten werden, aber ganz klar. Da gebe ich dem guten Horst schon mal recht. Darunter lag Mario Kart 8 Deluxe, ein Funracer ab USK 0, den der gute Horst wohl kaum als gefährlich einstuft, oder? Oh Mist, Toad wirft einen roten Panzer und behindert somit einen Verkehrsteilnehmer am Fortkommen. Dies ist eine Ordnungswidrigkeit, das geht gar nicht. Also mir unerklärlich, warum das noch nicht verboten wurde. Ich gebe dem Horst recht. 2:0 für Horst. Er hat schon zweimal recht gehabt. Aber komm, das dritte Game. Mario Odyssey. Das ist doch bestimmt ungefährlich. Komm, da kann doch gar nichts sein. Ich meine, es ist ein Mario Jump'n'Run. Also, das kann ja wohl kaum gefährlich sein, oder? Es gibt in Mario Odyssey Panzer. Oh, shit. Das muss sofort verboten werden. Das kann doch keiner mehr spielen. Warum ist das halt USK 0? Ey, das kann nicht sein. Nein. 3:0 für Horst. Okay, Leute, nach drei Games muss ich mit erschreckendem Horst zustimmen. Das sind alles sehr gefährliche Games. Aber ich musste auch irgendwo ein ungefährliches Game haben. Das kann doch gar nicht sein. Diese drei Games waren bestimmt nur ein schlechter Zufall. Also schaute ich mir mal alle meine Switch-Spiele an. Mit Erschrecken stellte ich beim Sortieren von gefährlichen und nicht gefährlichen fest, ich besitze gar keine ungefährlichen Games. Beispielsweise Super Mario Party. Jeder denkt da, es sei ein ungefährliches Game. Dies ist aber ein Irrglaube. In Super Mario Party wird Kindern vermittelt, es sei normal und erlaubt, anderen Sterne oder Münzen zu klauen. Okay, ihr wollt noch ein Beispiel? Könnt ihr haben. Nehmen wir Captain Toad Treasure Tracker. Auch das ist zu meiner Verwunderung ein USK 0 Game. Ich meine, hallo? Captain Toad greift arme Tiere mit einer Spitzhacke an und tötet sie. Also wenn das nicht gefährlich ist, weiß ich auch nicht. Peter oder Petter oder was auch immer. Ihr müsst eingreifen. Das geht so nicht weiter. So Leute, kommen wir nun zu meinem Fazit. Horst hat mit allem recht. Videospiele sind sehr gefährlich und gehören sofort verboten. Die einzigen Videospiele, die noch erlaubt sein sollten, sind so Spiele wie der Landwirtschaftssimulator. Ich meine, das ist ein sehr nettes Spiel, wo hoffentlich keine Gewalt entsteht. Also Horst, ich gebe dir recht. Alle erzählen nur Fake News. Du hast recht, Videospiele gehören verboten. Und damit, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, falls ihr keine gefährlichen Videos verpassen wollt. Haha, das war super eingebunden, ne? Hahaha. Gut, Leute, das war's für heute. Schönen Sonntag euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Toads.